Hallo und herzlich willkommen bei Virtues und einer neuen Folge Anno 1800. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. In der letzten Folge haben wir quasi die Insel beendet. Ich habe hier noch die Felder gezogen. Muss natürlich erstmal was ankommen. Hier ist nämlich auf 0. Das heißt, demzufolge hier wahrscheinlich auch. Ja, da müssen wir nochmal gucken, wie wir das umgesetzt bekommen. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Also alles nach und nach. Aber die brauche ich ja jetzt hier auch nicht mehr. So. Weil die habe ich ja auch gekriegt, ne? Genau. Die laufen auch heiß. Mit einer Menge Prozente. Ja gut, da fehlt halt ein bisschen das Öl. Kommt aber nach und nach, würde ich mal sagen. Muss ich auch erstmal einpendeln. Und wir kümmern uns diese Folge hier um die Getreide. Das muss auch neu gemacht werden, deswegen dranbleiben. Öl haben wir nämlich schon voll gelagert, hatte ich ja schon mal die Tage auf den Weg gebracht. Ich habe hier auch extra nochmal hier Getreide-Dings gebracht. Und als Kosten minus 100%, Attraktivität plus 5. Ja, ordentliche Attraktivität schon drauf, trotz allem. Das habe ich ein bisschen umgestellt. Die beiden waren ja hier. Das war ja eigentlich mal hier. Und das war eigentlich mal hier. Das ist alles ein bisschen umgebaut. Weil das hier wird auch weichen. Also ich werde die zwei Traktoren hinpflanzen. Das heißt, die erste kommt hier so ran. Dazu werden die das mal weichen. Oh, dann habe ich die Attraktivität direkt nach oben. Dabei wird es aber nicht bleiben. Leider Gottes. Das soll ich denn hin? Das ist am besten, ne? Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Was Gutes wenigstens dabei. Ah, nehmen wir mal mit. Bei der Welt. So. Haben. Keine Kante? Am anderen Ende. Oh, da fährt er schon los, der Jute. Wer keinen Bock hat, macht und dann nur eine Pflanze. So. Und auch hier werden wir mit zwei verschiedenen. Oh, muss ich das denn? Ja doch, ich denke schon. Ich werde den mal sicherheitshalber schon mal hinpflanzen. Ausbau später ist ja dann auch Rumpe. So, der hat da sein eigenes. Das heißt, wir gehen alles mal weg. Den sollten wir vielleicht hier lassen. So, für den. Irgendwas, was ich da noch reinpflanzen kann auf die Schnelle. So, Produktivität schon mal erhöhen. Den Arbeitskräfte runter. Müssen wir halt auch noch ein paar Items für reinknallen. Die Feierlichkeiten sind beendet. So. Und dann gucken wir mal, wo wir dich hinsetzen können. Ja, nee, können wir gar nicht hier ran. Ja, wahrscheinlich hier hoch eher ein bisschen. Ihr Hafen wird angegriffen. Warum tut ihr denn sowas? Du trägst keine Krone. Das soll heute genügen. Hauptsache, finito. Laurock. Müssen halt jetzt hier auch wieder Maximum rausholen. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Meine Güte, ich komme hier zu nix. Rüber, damit das hier ein bisschen ordentlicher ist.
konnten einfach nicht länger warten. Können wir nämlich die hier schön alle hier rüberziehen. Ich komme mal hier wirklich in die Ecke rein. Mal gucken. So, Getreide. Traktormodule sind ja alle relativ gleich aufgebaut. Und da kommt das schon nicht mehr ran. Hier könnte man auch so machen. Wäre der noch im Rahmen, ne? Ja. Das ist auch eine gute Idee. Ah, ne, guck mal. Und hier drüber ansetzen. Komme ich da ja nicht mit den Dings rum. Ja gut, muss gerade. Besser ist ja als von mir prognostiziert. Ach, guck mal, läuft schon. So. Die Menschen lassen sie hochleben. Ist ja doch wieder zwei hoch. Natürlich ärgerlich. Was sind die Regeln? Das ist, glaube ich, gut. So, genau, da sind die alle noch drin. Ha! So machen wir das jetzt. Zack. 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 Hier drei Abstand. Genau so. Und erstaunlich. Können Sie mir diese neue Erfindung erklären? Nope. Privat. Guck mal, 300 Felder. Auch noch richtig auf die Kacke, ne? Alle haben so Straßenanbindung. Hup. Könnte quasi gar noch einer raus. Mann, geben die auch einen Senkel. Wenn die nicht beliefert werden, läuft die Produktion ja trotzdem weiter. Die warten. Treffer angeht, aber wir werden so weitermachen. Gucken, dass das hier natürlich funktioniert, auch mit dem Abtransport. Aufgabe habe ich dem gerade nicht, ne? Ich habe hier. Guck mal, da können wir ein bisschen wieder was machen. Alle Mann auf Gefecht, Schiffe auf die Reise gehen. Seht mal, was Jonas im Wal gefunden hat. Auch nicht. Mal kurz mal ins Kap. Und starten. Ein guter Kapitän achtet die See, er fürchtet sie. Okay, das ist auch weit weg. Die Feierlichkeiten sind beendet. Rein theoretisch würde ich hier sogar noch mehr hinbekommen. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Können wir auch überall nochmal angehen, eigentlich. Ah.
Maximum raus, sag ich mal. Ob das dort wird. Weil in diversen Livestreams habe ich ja gesehen, der kann immer nur maximal 2 losschicken. Die Lager sind voll. Ja, das war der, ne? Ich hatte gerade. So. Fangen wir mit dem hier an. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Doch, das ist jetzt mein kleinstes Problem. Ich habe ja nicht vor, eine Attraktivitätsinsel draus zu machen. Wie viel haben wir noch? 100, da können wir sogar noch mal hier hochgehen, glaube ich. Die Lücke hier komplett schließen. Geschickt schließen vor allen Dingen. Ein bisschen schicker machen. Bis ans Ende der Welt. Straße, so. Ah, wie wir uns nach dem Meer gesehnt haben. Einfach mal so, weil wir es können. Vielleicht können wir da noch mal eine Verbindung schaffen, aber glaube ich nicht. Also du bist cool. Ja, die sind wir dran, ne? Jetzt passt weg. Was an? Sie sind in Ordnung. Oh, was für eine Prozentzahl, ey. Wissen nicht, dass die Fälle hier 40% Produktivität minus 50. 70%. Ich habe ja auch noch diese Plus- und Minus-Module. Plus-Modul. Hier 25%. 200%. Die laufen auf jeden Fall auch bei 0. Arbeitskräfte. Natürlich auch Vorteile. Kann er gar nicht komplett runter. Da können wir sogar noch einen ransetzen. So. Unsere Mega-Farben hier. Jetzt noch nach oben. Kannst du das Spiel treiben. Maximale Auslastung der Insel halt. Sieht schon mega gut aus, finde ich. Gut, dich hatte ich. Dann müssen wir mit dir weitermachen. Schiff unter Beschuss.
So. Bist du nicht da hoch? Na, guck mal, er geht doch relativ gut auf. Hier überlege ich noch, ob ich mir noch mal so ein, zwei Sperre. Da brauche ich nicht. Okay, das sollte ja reichen. Einfach nur hier mal so. Für den Fall der Fälle. Gut, versuchen erstmal bis an diesen Weg zu gehen. Ja, könnte knapp werden, fast da schon. So halbwegs eine. Eine Laufrichtung ist. So. Wir legen einfach nur Felder ohne Ende. Angehen. So, hier habe ich sogar noch einen. Mitnehmen. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Nein! Wir klicken. Oh. Tag. Alle schreien und Fensterfabriken. Bei denen war stehen geblieben, ne? Ja. So, was wir hier auf jeden Fall. Oh, die laufen ja gerade gar nicht mehr. Eine kleine Atempause, um über alles in Ruhe nachzudenken. Voll Ausbau. Passt. Und die laufen. So ist es ja nicht. Hier wird ja nur Benzin für die Dinger gebraucht. Die laufen alle mit Eigenstrom. Dass ich nicht zu weit rüber gehe. So. Da werde ich wohl noch mal ein, zwei ransitzen müssen. Nach welchen Regeln spielen wir hier? Nach meinen. So. Hier auf jeden Fall auch noch rumkommt. Zwei brauche ich ja nur. Da wird das schon nicht mehr gehen. Gucken wir halt, dass wir Admiral! Admiral! Ich war genau auf. Kommen. So. Das ist jetzt die letzte Farm. Die Feierlichkeiten sind beendet. Wie waren wir noch? Noch ein bisschen. Boah.
Das nenne ich mal eine Riesenfarm. Und damit ist die Folge natürlich schon wieder um. Ich habe noch nicht mal das hier fertig. Ja, der muss ja noch komplett überarbeiten hier. Was haben wir jetzt hier drin? Na, da könnte sogar noch mal einer rein. Boah, 35% Produktivität, ne? Denn wo muss der überhaupt raus? Habe ich den nicht noch sogar zu viel hier? Ja, Scheibendreck. Nee, kein Bock. Dann nehme ich mir lieber noch mal. So einen mit runter. Kommst du noch hierher? Müssen ja sowieso. Dann die für die neue Welt natürlich auch nochmal in Gang setzen. Das neue hier hoch. Ich denke aber, es reicht ja an Produktivität. Also ich würde sogar noch mehr rauskriegen. Aber das reicht. Größer will ich gar nicht werden. Neubauen habe ich auch keinen Bock. Dann würde ich sagen, ist es das hier für heute gewesen? Ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.